Geocaching in Zeiten von Corona. Ist das sinnvoll? Was muss man vielleicht beachten? Und wie kann es eventuell sogar helfen? All das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Aktuell erlebt die Welt eine schwere Krise. Der Coronavirus breitet sich aus und immer mehr Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung werden ergriffen, die echt manchmal schwierig zu ertragen sind. Im Grunde genommen gibt es einen kompletten Shutdown. Öffentliche Plätze bleiben zu, Restaurants bleiben zu, Clubs bleiben zu. Eigentlich wird nur das Nötigste offen erhalten, um die Infrastruktur zu stärken. Es wird empfohlen, dass man zu Hause bleibt, dass man sich nicht in Gruppen bewegt, dass man eine soziale Distanz wahrt, um die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen und zu verhindern. Das ist für einige Menschen schwierig zu ertragen. Natürlich, die Sonne scheint, man will vielleicht rausgehen. Es ist schwierig, ohne andere Menschen zu leben. Wir sind soziale Wesen, zur Gemeinschaft geschaffen und das fehlt uns dann. Geocaching ist ein Spiel, was davon natürlich auch betroffen ist. Es gibt Geocaching-Events, die ja, gibt es eben nicht mehr, sind abgesagt, sind verschoben auf unbestimmte Zeit. Das ist auch sinnvoll, denn Menschenansammlungen sollte man derzeit vermeiden. Es ist aber trotzdem sinnvoll, vielleicht dem Lagerkoller zu entfliehen, rauszugehen in die Natur, Geocaches im Wald zu suchen, Sonne zu tanken. Sonne ist extrem wichtig, frische Luft ist wichtig. Das hilft dabei, dass euer Körper selber Vitamin D produziert. Und das stärkt euer Immunsystem. Also rausgehen, in die Natur gehen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Außerdem kann man da ja auch mal andere Impulse sammeln, als nur die, die von Netflix, den Büchern oder den Podcasts kommen, die man vielleicht im Moment konsumiert. Das Leben geht weiter, die Vögel singen, die Natur erblüht und das könnte dabei helfen, ja nicht zu verzweifeln über diese gesamten Krise und eine gewisse Motivation und Zuversicht zu entwickeln. Dabei könnte Natur helfen. Ihr solltet allerdings beachten, dass ihr nicht in großen Gruppen geocachen geht. Wenn ihr mit eurem Partner zu Hause seid, ja, dann, wenn ihr infiziert seid, seid ihr dann eh beide betroffen, logischerweise. Aber versucht, die Gruppen klein zu halten. Also verabredet euch nicht mit anderen Leuten zum Geocachen. Haltet euch von Events fern. Das sogenannte Rudelcachen solltet ihr derzeit vermeiden. Geht am besten alleine oder mit eurem Partner, mit dem ihr vielleicht sowieso zusammenlebt. Vielleicht auch mit den Kindern, logisch. Desinfiziert euch die Hände. Nehmt vielleicht Handschuhe mit. Ihr wisst nicht, welcher Geocacher den Geocache vorher angefasst hat, ob der sich die Hände gewaschen hat. Deswegen nehmt Desinfektionsmittel mit, wascht euch die Hände, reinigt eure Utensilien, auch den Stift und so weiter regelmäßig. Dann kann eigentlich nichts passieren. Ja, das sind die Tipps, die es zu beherzigen gilt, wenn ihr in Quarantäne steht. Dann bleibt natürlich zu Hause, logisch. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, in die Natur zu gehen und dort nach Geocaches zu suchen, wenn ihr die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Wir haben noch einen Artikel geschrieben dazu, einen Blogartikel, den verlinke ich euch hier in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute, wir werden das überstehen, es wird weitergehen und auch das Spiel Geocaching wird wieder florieren und einen Aufschwung erleben. Es wird gut gehen, das ist meine feste Überzeugung. Bleibt positiv, bleibt gesund. Bis dann.